Herzlich willkommen, Leute, zum letzten Kapitel von Desmonds Reise mit dem Namen Reue. Erinnerungssequenz archiviert. Warnung. Rekursive Leerlaufstatus Instabilität. Stapelüberlauf steht bevor. Was ist das denn? Stapelüberlauf? Wir werden es rausfinden, denke ich mal. Was geht denn da vorne ab? Ah, ich schätze, ich weiß, was das hier sein soll. Wir wurden entführt. Erlewelter. Mal in den Aufzug und wir betätigen den Aufzug. Ah, oh, seht mal an, das ist ja cool gemacht. Coole Idee. Brauchst wirklich eine Art Aufzug zu machen. Als ich 9 Jahre fort war, kam meine alte Bitterkeit zurück. Ich war es wieder leid. Ich wollte nicht zugeben, dass es ein Fortschritt sein kann, einen Schritt zurückzugehen. Aber der Glanz der Stadt war verblasst. Die Freiheit, die ich gefühlt hatte, war leer, ohne alte Freunde, ohne Familie. Und dann? Dann holten sie mich. Abstergo. Die hatten tatsächlich nach mir gesucht. Unglaublich. Herr Desmond selber ruled. Arschloch. das sind lauter Animi, Animusse. Die Mehrzahl ist ja nicht so wirklich bekannt. Mr. Miles. Ja? Mein halbes Leben lang versuchte ich zu vergessen, was meine Eltern mir beigebracht hatten. Ich hielt alles für Lügen. Desmond Miles? Ja, worum geht's denn? Und plötzlich wollte ich es alles zurück. Das ganze Training. Die ganze Zeit. Doch ich konnte nicht. Es war vorbei. Unwiederbringlich. Aua, unwiederbringlich, gutes Stichwort. Aber warum tun Sie mir das an? Sie haben Informationen, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin Barkeeper, verdammt! Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Sie haben etwas, was meine Auftraggeber wollen. Und es steckt in Ihrem Kopf. Schweine! Na, na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Zeilen aus Assassin's Creed 1. Soweit ist es nun. Ich werde diesen Schalter hier betätigen. Mit welchem ich darüber soll. Cool, wie sich das alles aufbaut. Da ist also der nächste Aufzug. Alles klar. Moment mal, hier ist gar nichts klar, ey. Was soll ich, ne? Ah, hier. Baut sich gerade auf. Ich muss nur einen gescheiten Weg finden und darf nicht mit diesen Würfeln in Berührung kommen. Aber was gerade vermutlich passiert ist. Was ich vorhin sagen wollte, ist eigentlich aufgefallen, in Assassin's Creed 1 sagt Desmond noch, dass er niemals seinen richtigen Namen benutzt hätte, während er fort war. Die Leute nannten ihn Desmond. Also hat er doch seinen richtigen Namen benutzt. Sehr verwirrend. Wahrscheinlich, weil das bis dahin einfach noch nicht existiert hat, so die Geschichte von dem. Deswegen haben die halt irgendwie gesagt, ja, der hat seinen richtigen Namen nie benutzt. Der hat keine Ahnung gehabt, was los war. Und sie hätte einen Motorradführerschein gehabt. Scheißegal jetzt. Wir sind auf der anderen Seite angekommen und ich werde jetzt diesen Aufzug ebenfalls benutzen. So. Wahrscheinlich funktioniert der genauso wie der letztes Mal. Es geht wieder nach oben. Bis da nehme ich mal an. Stock 4. So haben wir das nämlich auch schon mal gesehen, am Anfang von Assassin's Creed 2. Natürlich nicht mit dieser Animus-Grafik hier. Oh, guck mal. Aber so sah das aus. So sah das auch aus. Und es war ebenfalls im vierten Stock. Also ich denke mal... Nein. Genau, hier ging's rein. So. In wenigen Monaten änderte sich mein ganzes Leben. Ich weiß, die einfachen Tage sind vorbei, aber ich will sie nicht zurück.
Nicht mehr. Aha. Okay. Du für einfache Tage, da wäre ich jetzt aber schwer dafür. Da drüben geht's lang. Okay. Wir werden etwas gebremst. Nein! So nah dran. Weiter geht's. Los. Los, Schlampe. Okay, gut. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Assassine. Diesen Raum kennen wir nur allzu gut. Hier wird eigentlich der Animus stehen, wo jetzt dieses Tor steht. Da ist unser Dingsbumsraum gewesen, unser Zimmer. Da war das Konferenzzimmer. Da draußen halt die Stadt. Und wir sind jetzt am Ende von Desmonds Reise. Oh, hier geht's rein. Ich bin ein Assassine. Ja, das sind wir. So. Ja, Leute, dann war's das jetzt auch mit Desmonds Reise. Im Inventarmenü ist eine neue Montur verfügbar. Wir könnten jetzt als Desmond... Moment, das zeige ich vielleicht noch geschwind. Nee, ich gehe jetzt nicht mehr da rein. Wir könnten jetzt quasi als Desmond in Konstantinopel rumlaufen. Was ziemlich witzig ist. Das war jetzt der letzte Part des offiziellen Let's Plays von Assassin's Creed Revelations. Der DLC folgt noch. Das verlorene Archiv, genau. Aber von Desmonds Seite aus, der verabschiedet sich jetzt erstmal von euch. Ciao. Bis dann zum nächsten Mal. Das heißt Assassin's Creed 3. Genau. Ich verabschiede mich auch. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und ja, dann sehen wir uns erstmal im verlorenen Archiv wieder, bis es dann zu Teil 3 geht. Bis dahin, ciao.